Ja, es ist immer schön, hier FCB-Trainer zu sein. Natürlich hat man immer die Stimmung immer besser, wenn man gewinnt. Das ist ja völlig klar. Wir sind ja uns ins Gewinnen verliebt und nicht ins Verlieren. Und von daher ist die Stimmung gut im Moment. Wir wollen weiter unsere Serie fortsetzen. Es ist ja bis jetzt nur eine kleine Serie. Wir wollen daraus eine große machen. Da kommt uns das Spiel gegen Thun natürlich auch gerade recht. Thun ist ja auch gerade zweimal verloren, einmal unentschieden. Spielen aber eine ordentliche Saison bis jetzt, eine gute Saison. Trotzdem werden wir rotieren, wir werden beides sehen, auch die Champions League müssen wir anschauen. Wir wollen keine Verletzten, wir wollen aber auch in Thun gewinnen und das Vertrauen haben diejenigen, die dort spielen, in Thun. Gegen Lausanne hat der FCB eine super Leistung gezeigt, gerade mit 6:0 gewonnen. Können Sie jetzt eigentlich nach Thun fahren und den Spielern sagen, machen dafür genau das Gleiche wie gegen Lausanne? Das kann man sagen, aber es wird nicht funktionieren. Das weiß ich aus Erfahrung. Wir wollen das Spiel gewinnen, das ist das Wichtigste erstmal. Und diejenigen, die spielen, wie gesagt, wir rotieren, die können sich wieder aufdrängen, auch für den Kader, für das Kader in Menu. Vielleicht der eine oder andere kann dann spielen, reinkommen, mitkommen. Und von daher ist es sicherlich eine tolle Herausforderung, vor allem ein schönes Spiel für diejenigen, die jetzt spielen. Dass der FC Thun nicht mehr so stark ist wie Anfang Saison, ist sicher auch ein bisschen die Schuld vom FC Basel, weil nämlich der Stefan Andrist eigentlich der gefährlichste Offensivspieler von Thun jetzt in Rot-Blau ist. Ja, ich glaube, das ist nicht so, weil wir haben ja mit Andrist bei Thun gegen uns haben wir gewonnen 2:0. Das heißt, die haben ja nur ein Spiel verloren und ein Spiel unentschieden gespielt seitdem. Und ich glaube, mehr Spiele sind es nicht. Und von daher ist es nicht, sagen wir mal, weil Stefan Andrist jetzt nicht da ist. Wir haben sicherlich einen Spieler gekauft mit Potenzial, der ihn sicherlich auch fehlen wird in Zukunft. Nächste Woche das Highlight gegen Manchester. Lassen Sie jetzt gegen Thun die Spieler laufen, die auch in England dürfen spielen für Spielpraxis oder geben Sie denen eine Pause? Die haben doch erst vor 2 Tagen gespielt, deswegen machen sie keine Spielpraxis. Wir werden rotieren, aber nicht 9 oder 10 Mann oder 11 Mann, sondern ein paar Leute, so dass sich ein paar wieder ausruhen können und auch Vollpower haben für die nächsten Wochen, weil die sind ja auch anstrengend. Wir wollen auch keine Verletzten und wir haben ja auch Spieler in der Hinterhand, nicht um sie nur auf der Bank zu lassen, sondern um sie auch spielen zu lassen, nur dann werden sie auch besser. Radio Basel ist das offizielle FCB-Radio. Ich glaube, dass wir die Qualität haben, auch Meister zu werden im nächsten Jahr, 3-mal hintereinander. Hat ja auch noch keiner geschafft und das ist ein tolles Ziel von uns. Radio Basel bringt alle Spiele live. Wenn du natürlich so kannst, den Match heimspielen wie jetzt die Buben, wenn du weißt, da kann nichts mehr anbrennen, das ist natürlich Legende. Radio Basel bringt alle Medienkonferenzen live. Ich bin einfach Stürmer und ich fühle mich enorm wohl in dieser Mannschaft. Und bringt alle FCB-Informationen, die Sie wissen. Die Fans hier, die ganze Stadt ist unglaublich und Hut ab vor diesen Fans, vor dieser Stadt. Radio Basel, das offizielle FCB-Radio. Immer da.